So Freunde, euer Simon hier, es ist Freitag, wir haben Thema Wissen und Lifestyle und ich stehe vor der weißen Wand. Das heißt, es gibt ein Top 3 Video. Auch in dieser Kategorie wollte ich mal ein paar Top 3 Videos raushauen und ich habe überlegt bei dem Thema, was wird mir richtig Spaß machen? Und deswegen mache ich ein Top 3 Filmthema. Ich werde euch so drei Filme präsentieren, die unglaublich motivierend sind, die sehr, sehr viel mit unserem Sport zu tun haben. Auf den ersten Blick nicht, aber auf den zweiten, ich werde es euch erklären, warum. Und nicht nur mit unserem Sport, sondern wirklich Motivation fürs erfolgreiche Leben. Warum macht es mir Spaß? Ich bin ein riesen Filmfan. Ich finde, man sollte wirklich Filme mal schauen, wirklich mal beobachten, so den Sinn von Filmen rausarbeiten. Es macht riesig Spaß und Filme bringen einem wirklich sehr, sehr viel, wenn ihr sie richtig versteht, wenn ihr richtig das Richtige für euch da rauszieht. Und wie gesagt, heute so meine drei Tipps der motivierendsten Filme. Es geht nicht nur um die Filme, die motivieren, sondern so um Eigenschaften, Persönlichkeitseigenschaften oder ja Eigenschaften von Personen in den Filmen, die einfach sehr, sehr motivieren und euch wirklich zu einem erfolgreichen Leben und zu einem erfolgreichen Sportler machen. Deswegen fange ich direkt mal an. Auf Platz 3 ist bei mir Die Verurteilten. Jetzt denkt ihr vielleicht erstmal, Die Verurteilten, wenn ihr den kennt, was hat das denn mit unserem Sport zu tun? Sehr, sehr viel, kommen wir gleich drauf. Die Verurteilten, meiner Meinung nach sowieso einer der besten, wenn nicht überhaupt der beste Film überhaupt. Es geht um einen Mann, der ins Gefängnis kommt. Er wird verdächtigt, seine Frau und ihren Liebhaber getötet zu haben. Er ist unschuldig, das kann ich auch verraten. Und er sitzt sehr, 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 sehr lange im Gefängnis, trifft dort einen sehr, sehr guten Freund. Der Film ist fantastisch aufgebaut, sehr, sehr spannend, hat einen schönen Twist und so weiter. Also ein fantastischer Film. Und jetzt fragt ihr euch, was hat das mit so einem Sport zu tun? Was möchtest du uns sagen, Simon? Dieser Film zeigt unglaublich, wie wichtig es ist, an Zielen festzuhalten, an Hoffnungen festzuhalten, wirklich an Wünschen und an Zielen festzuhalten, die sehr, sehr weit entfernt sind. Ihr wisst, ich hatte schon mal das Thema Belohnungsaufschub. Besonders in unserem Sport müssen wir einfach diesen Wunsch, diesen ausgeprägten Körper und besonders auch im Berufsleben, wenn ihr studiert, wenn ihr eine Ausbildung macht, ihr bekommt nicht sofort was zurück. Das heißt, ihr müsst wirklich lange, lange, lange dafür arbeiten, bis ihr etwas zurückbekommt. Und ich will nicht zu viel spoilern, aber in dem Film geht es sehr stark darum. Dieser Mann hat wirklich diesen unglaublichen Wunsch, da rauszukommen und braucht unglaublich viele Jahre. Im Buch braucht er noch länger. Im Film sind es 19 Jahre oder ich glaube 26, 27 Jahre im Buch. Er arbeitet unglaublich lange und verliert nie die Hoffnung. Er verliert nie die Hoffnung, wirklich ja, ein erfülltes Leben noch zu führen und da rauszukommen. Wie gesagt, ich will nicht zu viel erzählen, ich will auch nicht zu viel vom Film erzählen, sondern das so als eine Eigenschaft, die sehr wichtig ist im Leben und eben im Sport. Also Belohnungsaufschub, kämpft wirklich lange, auch wenn ihr das Ziel noch nicht direkt vor Augen habt, immer dafür kämpfen, lange Geduld haben und durchziehen. Deswegen ist der bei mir auf dem dritten Platz. Fantastischer Film. Auf dem zweiten Platz, jetzt denkt ihr auch wieder, oh Gott, das hat ja überhaupt nichts mit unserem Sport zu tun. Forrest Gump. Auch meiner Meinung nach einer der besten Filme, die jemals gedreht wurden. Niemals langweilig. Fantastisch, was da alles passiert. Und was hat das jetzt mit Sport, mit erfolgreich sein zu tun? Der Film zeigt unglaublich toll, wie sehr oder wie wenig man eigentlich von Einschränkungen beeinflusst werden muss. Der kleine Forrest hat, kennt ihr wahrscheinlich alle, hat die Beine erstmal in Schienen, wird trotzdem ein fantastischer Läufer. Er ist ziemlich, ja, ist nicht wirklich der Hellste, ist nicht der Intelligentste, wird trotzdem unglaublich erfolgreich in allem, was er macht. Er ist vielleicht nicht der Bestaussehendste, ist nicht der Charmanteste, hat trotzdem später bei seiner ja, Traumfrau dann im Endeffekt dann doch Erfolg. Und, so könnte man das weiterspinnen. Und damit will ich euch einfach nur sagen, lasst euch nicht von irgendwelchen Grenzen, die euch andere aufsetzen, das kennt ihr auch, das ist absolut meine Meinung, lasst euch da nicht irgendwie in die Enge treiben. Lasst euch nicht sagen, dass ihr es nicht könnt. Lasst euch nicht sagen, oh, ne, schlechte Genetik, so wie er mit den Beinen, oder ihr seid dumm, deswegen schafft ihr es nicht und so weiter. Ihr könnt wirklich sehr viel erreichen. Ihr könnt unglaublich viel erreichen, wenn ihr einfach kämpft und wenn ihr daran glaubt, und das ist auch sehr, sehr schön gezeigt in dem Film. Und ja, wie gesagt, wenn ihr einfach eure Ziele verfolgt und so ein bisschen auch manchmal ja, mit dem Herzen daran geht und nicht denkt, oh nein, ihr habt euch jetzt mit dem Kopf da Grenzen gesetzt oder jemand sagt euch, ihr schafft das nicht und deswegen lasst ihr es. Wunderschöner Film, fantastischer Film. Ich liebe den Film, habe den, glaube ich, weiß nicht, zigmal gesehen. Und guckt den wirklich mal so aus der Perspektive vielleicht nochmal, wenn ihr ihn schon gesehen habt. Es lohnt sich und er motiviert wahnsinnig. So.
auf Platz 1, einer der motivierendsten Filme, und da denken sich das vielleicht eher schon die Leute, ist ja die Rocky-Reihe. Aber insbesondere, weil ich auf was hinaus will, ist das der dritte Teil. Filmisch nicht der beste, die ersten zwei sind meiner Meinung nach wesentlich besser. Aber der dritte Teil symbolisiert für mich sehr schön die Eigenschaft, dass man kämpfen muss. Es gibt im dritten Teil gegen Clubber Lang, gegen den Mr. T, der Rocky, der ist sehr selbstsicher, der trainiert nicht so viel, ist da so ein bisschen verwöhnt von seinem Erfolg und tritt dann eben gegen Clubber Lang an und verliert. Und das ist genau das. Er verliert, weil er sich nicht angestrengt hat. Und dann muss er erst wieder auf die Straße zurück, da wo seine Ursprünge sind. Er muss wieder trainieren, er braucht wieder das Auge des Tigers sozusagen. Und er trainiert und er reißt sich den Hintern auf, und das ist auch in den anderen Teilen so, deswegen sind alle sehr, sehr gut. Er gibt alles und gewinnt dann. Und das ist natürlich filmisch, ob das jetzt immer so ist im Leben, aber ich will euch damit nur sagen, wenn ihr kämpft, wenn ihr wirklich trainiert und besonders im Sport, wenn ihr Vollgas gebt, wenn ihr alles gebt, wenn ihr jedes Mal das Letzte, das Beste aus euch rauszieht, dann werdet ihr erfolgreich sein. Wenn ihr das nicht tut, wenn ihr euch ausruht, ihr kennt ja so die Frauen, die dann da so mit Buch drauf sitzen auf den Maschinen und sich nicht anstrengen, dann kriegen die auch nichts zurück. Genauso wie im Sport, so genauso ist es im Leben. Kein Millionär fällt vom Himmel. Jeder, der wirklich erfolgreich ist, jeder, der was erreicht hat, hat dafür gekämpft. Außer es sind irgendwelche wirklichen glücklichen Zufälle. Aber ihr müsst kämpfen, damit ihr was zurückbekommt. Und da sind diese Filme unglaublich motivierend, besonders eben der dritte Teil, weil er eben dieses auch Hinfallen sehr, sehr schön zeigt und sich wieder berappeln. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, so die Top 3. Das sind so, ich wollte auch mal mein anderes Hobby oder eins meiner vielen Hobbys euch auch mal präsentieren. Schreibt vielleicht auch mal motivierende Filme darunter. Interessiert mich sehr. Ich bin auch sehr, sehr offen für Neues als Filmfan. Und wie gesagt, es passt zu unserem Sport. Es passt, wie gesagt, glaube ich, auch ganz gut zum Channel. Deswegen abonniert weiterhin den Channel. Schaut bei Facebook, Instagram vorbei. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr euch motiviert, wie euer Training, eure Ernährung aussehen soll, damit ihr das Beste erreichen könnt, dann macht ihr beim Trainingsernährungssystem mit. Bis dahin, euer Simon.